Und dann, hallo, ihr Gewirlinge! Die letzte Rentneraffengeneration, also nicht die hier, sondern die, die jetzt als Knochen hier irgendwo rumliegen, die haben ganze Arbeit geleistet, wie ich finde. Die haben die Knochen ordentlich hingehalten, haben es geschafft, ein Krokodil und ein Nilpferd zu killen, mit jeweils einem einzigen Stockstich. Das war schon toll, wie ich finde. Und jetzt haben wir einen Generationswechsel, weil wir mit den Neuronen gar nicht hinterherkommen. Und müssen jetzt leider schon wieder erstmal für Äffchen-Nachwuchs sorgen. Denn du, kleiner Mann, bist jetzt ein großer Mann geworden. Und willst auch wieder kleine Männer um dich haben. Du bist von Bann und Ma. Und du bist? Bist du ein Weibchen? Bann und Ick. Du bist jetzt in dem Sinne nicht verwandt. Ihr habt zwar die gleiche Mutter, aber das scheint jetzt hier nicht so schlimm zu sein. Ab über 30 ist man auf Twitch Rentner, echt? Ist das so ein Teenie-Portal hier? Wusste ich gar nicht. Ich dachte eher TikTok und sowas. Aber doch nicht Twitch. Da streamen Leute wie Gronkh und Fighting Bull. Da bin ich ja noch in Schuss dagegen. Hoffentlich ist keiner von diesen Fans... egal. Wir sollten jetzt uns ganz schnell hier ins Bett legen. Ins stachelige Palmenbettchen. Den Partner rufen. Das Thema wechseln. So, ihr lümmelt euch mal hier in die Palmenwedel. So, schön. Gebären? Nein, noch nicht. Du bist ein geriatrischer Affe. Du bist fit. Wack. Wack stammt von Li und Gio ab. Li und Gio. Und du stammst ab von... Ah, das ist ein Bruder. Okay, dann nehmen wir uns den nächsten hier. Dich da. Pflegen, komm. Das Läuse im Pelz. Die kommen nicht mit ins Bett. Sonst erfinden wir als nächstes das Nudelholz. So, sehr schön. Achso. Ich kann ja eigentlich ihm schon sagen, dass er folgen soll, richtig? Das kürzt doch total ab, stelle ich gerade fest. Nach 30 Episoden. Ja, ja. Paart euch. Es gibt doch keinen Gesetzgeber, der Halbgeschwister-Ehen hier verhindern würde. Und die Spielmechanik tut es auf alle Fälle nicht, wie wir gerade gesehen haben. Ich nehme an, dass ihr zwei hier hinten, dass ihr auch noch irgendwie zusammen gehört. Du bist von Li und Gyu. Und das hier ist ein Weibchen. Ja, ihr beide könntet euch näher kommen. Also ich finde, Rain ist heute sehr gut drauf. Die war manchmal schon müder. Und hat weniger Sprüche rausgehauen. So, leg dich nieder. Ruf den Partner. Jetzt habe ich wieder vergessen, ihm zu sagen, dass er mir folgen soll. Komm her hier, ich schau ja auf den Tisch. Ja, Miep, genau Miep.
Und gleich mal gebären. Überspringen. Paaren. So. So, hoch seinen Partner, wo auch immer er ist, wo auch immer die Betten sind. Dahin. Hinlegen. Wir können jetzt eigentlich, es ist nach, nee, das kann ich rollenspielerisch nicht machen. Spielmechanisch könnte ich jetzt mit einer Expedition zu dem Nilpferdkadaver laufen und die Fleischbrocken vertilgen lassen, aber es sind ja jetzt 15 plus 15 Jahre plus 9 Monate plus 9 Monate vergangen. Da ist das Fleisch nicht mehr gut. Beta-Buffy, was ist denn heute los? Du bist ständig nicht da. Du bist schwanger, du hast schon. Du bist doch noch, oder? Ja. Buffy hat heute Narkolepsie. Der war gut. Und gebären. Und überspringen. So. Da ist der Affenstall wieder voll. Und wir können loslegen. Zum Beispiel mit dir. Ach so, wir machen erstmal wieder die neuronale Energie voll. Den werde ich kleinen hier machen. Huckepack. Und mit dir machen wir hier Packe Huck. Dann gucken wir uns Knochen an. Nee, hier. Noch irgendwo einer. Der da. Dann sind wir ausgemaxt und können schon mal die drei Neuronen festtackern, die wir da haben. Kind weg. Kind weg, Evolution. Ja, das sind die die Mutationen. So, hier haben wir das erste, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, dieses Mal endlich. Ja, da ploppt nämlich ein neues auf. Dann haben wir hier eins. Genau. Und wir haben da eins. So, das war doch alles richtig. Das hier können wir nicht anschließen. Da oben. Ja. Na, der Rest kommt mit der Zeit. Das hier ist auch irgendwie komisch. Das steht mitten im Nichts drin. Lebenserwartung ist gestiegen. Aha. Okay. Dich können wir nicht anschließen. Bei dir fehlt hier der ganze Pfad hier hoch. Dich könnten wir auch nicht anschließen. Dich auch nicht.
Ja gut, dann haben wir jetzt halt 3 Neuronen haben wir schon. Wir müssen nur 3 weitere suchen und dann haben wir die Generation auch schon wieder ausgelastet. Aber wir müssen auch Evolutionsleistungen vollbringen und deswegen würde ich ehrlich gesagt wieder losziehen mit einem Affentrupp, aber diesmal keine Rentner. Jetzt dürfen es Erwachsene sein. Die... bewaffnet auch versuchen, den Wald zu raiden, quasi. Ist das mal? Ja, jetzt kommt ihr alle, ihr gefräßige Verwandtschaft. Das war das Zeug hier. Oh, nee. Okay, sauf gleich was. Das lief ja toll. Gleich das erste Bier war schlecht. Okay, wir sollten auf Tour gehen. Was ich eigentlich machen wollte, war ja das da. Bitte alle einen Schachtelhalm in die Hand nehmen, aber nicht fressen. Verändern. Ja, und dann hier auf unseren Felsen legen. Und hier ablegen. Und ja, weil ihr das macht, kann ich hier mal gerade noch die Kokosnüsse schälen. Ne, kann ich nicht, weil ich nicht rankomme. So, komm, das machen wir gerade noch, weil wir es können. Und es auch gar nicht mehr so lange dauert, wie früher. Geht nämlich sehr viel schneller. Oh, die Sonne scheint, das ist nicht schön. Okay, also. Du nimmst das. Und du nimmst einen Stock. Und die nächsten 3, die nehmen jeweils eine Keule. Du kommst auch mit. Wir folgen. Du nimmst eine Keule und auch so ein Blutungsgedöns. Wobei, du kannst gerade mal noch... Hä? Ach, du hast das Zeug noch nicht abgelegt. Ah, das ist natürlich toll. Nimm den Knochen. So. Wir folgen. Hast du die Pfoten voll? Ja, hast du auch. Ihr habt alle irgendwie diese abgestreiften Schachtelhalmblätter nicht abgelegt. Warum eigentlich nicht? Ich hab's doch gesagt. Hört mir zu, Affis. Nein, das legst du gleich wieder hin. Das legst du gleich wieder weg. Du stehst vor den Knochen und greifst weit nach hinten zum Stein. Das muss... Schmeiß diesen Stein weg. Ah, das ist nicht, das ist der... Das ist der Gute. Den schmeißen wir nicht weg. Es wirst doch, du wirst doch hier dieses Zeug. Und du kommst auch mit hier. Das Wasser der Pfote. Ja, hast du auch schon. Aha. Du nimmst die dritte Keule und du führst den Trupp an.
Ach, jetzt habe ich einem nicht gesagt, dass er folgen soll, oder? Arr. Nee, da kommt doch jemand mit. Und zwar... Du da. So. Wir gehen jetzt... Ihr seid jetzt zu viert, jawohl. Irgendwie konnte ich bei der letzten Expedition mit den Rentnern konnte ich nicht bedrohen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte einmal bedrohen, als wir mitten im Kampf waren. Aber normalerweise wird unten links das Auge gelb. Und dann kannst du dich entweder auf den Kampf vorbereiten, aufs Ausweichen vorbereiten, oder du kannst anfangen, die Gegner zu bedrohen. Und das Bedrohen ging nicht. Tja, Luther. Deswegen magst du diesen Kanal doch so sehr, oder? Und ganz ehrlich, bei Brechbasti wäre es nicht weniger Chaos. Ganz bestimmt nicht. Oh, mir juckt das Auge, mir juckt das Auge. Blah. Ah, Rentner finden keine Angst, richtig. Stimmt, da war was. Ah, das kann es sein. Wobei, ich konnte mit ihnen ja bedrohen. Das eine Mal, als wir da im Kampf waren, ich glaube, die Python oder irgendwie Warzenschwein, irgendwas haben wir bedroht. Wir bedrohen dich mal hier. Uhu. Hallo. Hau ab! Konnte ich auch nicht bedrohen. Komisch. Da scheint unten links jetzt gerade nicht, dass ich bedrohen könnte. Ach so, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen grundsätzlich da hinten hin, wo es immer noch dreieckig ist. Weil wir da neue Lande erkunden können. Und die erste Schnurri-Attacke ist nur eine Frage von wenigen Sekunden. Vermute ich mal. Sag mal, sammelt auch mal irgendjemand meine ganzen Zitate, die ihr euch immer so nochmal so ins Schaufenster stellt hier. Ich mach das nicht. Ich muss Videos schneiden. Und für Chaos sorgen. Wo ist denn das Dreieck? Das ist da hinten irgendwie. Kommen wir hier... Also müssen wir den Felsen hochklettern oder können wir irgendwie hier bequem einen Weg hochlaufen? Meistens gibt es doch so eine Rampe irgendwo. Vielleicht ja hier. Das sieht so aus. Dann ist das wohl unser Weg in neue Gefilde und wir müssen auch dann da hinten irgendwo schlafen, weil es jetzt schon wieder 17 Uhr ist. Ah ja, das sieht aus, als wäre es neu. Oh, Höhle. Entdecken. Ah. Na dann. Genießen wir die Show. Wir können ja in Gwirland einen eigenen Channel machen, wo ihr nur die Zitate reinschreibt und irgendein Channel-Admin kann alle anderen Beiträge in dem Kanal löschen, die nicht diese
diese Zitate sind. Das könnte man relativ leicht bewerkstelligen, zum Beispiel. Abgelegener Höhleneingang. Oh, wow, 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 wow. Latibulum. Naja, wir sind ja bewaffnet. Was soll schon passieren? Außer, dass das die Säbelkatzenrudelhöhle ist, kann uns ja eigentlich nichts widerfahren. Stimmt's? Vielleicht ziehen wir hierhin auch um. Na, das ist auch wieder größer. Es wäre ja fast so einfach, da den nächsten... Ey! Ey, du doof Affe, hinten, warum hast du dich nicht gewehrt? Ja, scheiße, wa? Wo willst du denn jetzt hin? Komm, hier, komm! Gleich das nächste Mal. Oh, schön. So wurde das Reiten erfunden. Nächster Stalker down. Sehr gut. Du bist am Bluten, richtig? Wenn du schlau bist. Ach, du hast dein Zeug? Nee, du hast es. Komm, hier, nimm. Machen wir das mal so. Zack. Und dann müssen wir ja nur einen Stein finden. Das sollte eigentlich machbar sein. Dann können wir noch einen Knochen aus dem Kadaver rauspulen. Hier nehmen wir das. Ach, das sind sogar die guten... Nee, das ist auch nur Granit. Na, das ist egal. So. Mir wurde nichts geschickt, Peter Buffy. Ich weiß von nichts, wie üblich. Und wenn doch, habe ich es vergessen. Es gehen nur meine Zitate. Alles andere ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay. Jetzt müssten wir ja schon an den ersten Knochen rankommen. Genau, der da. Und du da. Du hast den Stock bisher. Du nimmst da oben den liegen gelassenen Knüppel. Wobei, es ist jetzt hier so dunkel. Ach, es ist jetzt doof. Wir müssen jetzt hier die Nacht machen. Stimmt's? Ja. Bitte alles hier fallen lassen. Da finden wir es am ehesten wieder. Hinlegen, schlafen. So. Du musst trinken und fressen. Das kriegen wir hin. Und ja, ich lasse jetzt die Knochen absichtlich liegen, weil ich jetzt die Affen zum Trinken schicken will. Das ist schon irgendwie Absicht. Und als Frühstück könnt ihr ja mal dieses Stalkerfleisch fressen. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Och, hast du Durst. So, das war's. Hier ein Steak zum Frühstück. Hast du das Essen? Ah ja, das geht jetzt offensichtlich.
Naja. Wir sollen unser Glück nicht übertreiben. Das ist halt Fleisch. Wir können jetzt vielleicht irgendwie so Pilze und so Insekten irgendwie besser verdauen, aber halt nicht wirklich Fleisch in dem Sinne. Wobei, wir haben jetzt zwei Bissen Fleisch irgendwie vertragen. Das ist die Frage, wenn wir... Neuron Nummer 4, richtig? Alles besser, oh, das brauchen wir aber. Jetzt wurde der Durchfall weg ist, können wir dann nochmal... Nochmal zwei Bissen? Ja. Dein Stamm kann keine nährstoffverzeugte Fleisch aufnehmen. Ah, verstehe. Also wir können fressen, aber es bringt nichts. Naja, wir haben aber auf irgendwie haben wir ja alles besser Neuronen irgendwie angeregt. Das war ja nicht völlig vergebens. So, euch geht's ja relativ gut. Dann kommt mal hier hoch. Jeder nimmt sich bitte wieder einen Knochen. Ey, ich hab gesagt, ihr sollt das nachmachen, ihr Vögel. Was ist denn das für ein Problem mit euch? Das ist ja wohl ein... Ach, ihr habt das Zeug noch in der Hand. Also er hier zumindest war so schlau. Ach, dir geht's mies. Das ist mir egal, die steuere ich ja nicht. Und du... Du willst irgendwie nicht... Ja. Zack. Du bist ausgerüstet. Was ist mit dir? Du hast auch deinen Knochen, okay. Jeder hat den Knochen und ein oder zwei von euch, ich glaube zwei haben noch gegen Blutung das Zeug. Aber wir haben jetzt vielleicht kurz ein bisschen Ruhe, bis bevor der nächste Stalker auftaucht. Den würde ich in der Höhle jetzt hier nicht unbedingt erwarten. Hier stoßen wir nur auf Zwerge. Was soll ich denn da noch ausweiden? Wofür, Luther? Ich habe es einmal ausgeweidet, um den vierten Knochen zu holen. Den fünften Knochen brauche ich nicht unbedingt. Die letzte ganze Evolutionsstufe sind wir mit drei Knochen durchgekommen. Jetzt haben wir schon vier. Oh, noch ein Edelstein. Guck mal. Aber den haben wir schon. Oder? Ist das? Das ist doch der, den wir schon kennen. Ja, das ist blauer Achat, würde ich sagen. Ja. Okay, pro Höhle einmal blauer Achat. Schade, wäre natürlich schön gewesen, wenn man hier den vierten Edelstein gefunden hätte, aber so viel Glück kann man wohl in einer Aufnahmesession nicht haben. Buffy, das wächst exponentiell. Das verdoppelt sich von Mal zu Mal. Insofern ist es von 4 auf 200 nicht mehr wirklich weit. Guck mal, wie schön wir hier aufrecht gehen. Das gibt Neuronen. Noch zwei brauchen wir nur. Dann ist schon wieder Ende im Gelände hier mit der Generation. Dann werdet ihr aufs alte Teil geschickt. Und irgendwann in vielen Millionen Jahren findet hier irgendein paläontologischer Forscher einen angespitzten Stock versteinerter Art in dieser Höhle und denkt sich, oh, hier haben Frühmenschen gesiedelt. Das war ein Tempel. Nein, war es nicht. Wir haben ihn liegen lassen, weil wir nicht genug Hände frei hatten. Okay, wir hatten hier drüben noch was Dreieckiges. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das da hinten... Genau, das müssen wir uns noch angucken. Wie auch immer wir da hinkommen überhaupt. Geht's hier weiter um die Ecke? Ah, es sieht ein bisschen so aus. Oder auch nicht. Hm.
Jetzt kommen wir in die Großstadt und lernen, bei Rot nicht über die Ampel zu gehen. Ah, oh, das scheint ein Berggipfel zu sein, den wir hier entdecken können. Dieser Felsen da hinten vielleicht, dieser einsame. Wobei wir da auch mal hochklettern sollten, weil auf so Felsspitzen... Da wird mein Geheimversteck-Gen getriggert. Kommt ihr alle? Ja. Ah, Quir hat nicht nur Archäologie verstanden. Oh, was ist denn das? Das ist nur Obsidian. Ach nee, der kleine Felsen hier, nicht der da oben. Wobei der da oben wäre natürlich auch interessant. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Spielgebiet ist. Es kann sein, dass das Spielgebiet dadurch abgegrenzt wird, dass man irgendwelche Felsen hat mit Überhängen, wo man nicht langklettern kann. Und das da sieht mir so aus, als könnten wir da nicht wirklich bis auf... Ist das Affenarsch? Hier? In Großaufnahme? Oh. Oh, hallo. Naja. Wir haben kein Innenleben. Also der da, die Bergspitze, da wollte ich ja eigentlich jetzt hoch, aber ich glaube, das ist außerhalb der spielbaren Welt, weil ich sehe überall da Überhangkletterbedarf und ich glaube, dass die damit hier die Welt abgegrenzt haben. Und auf dem Berg waren wir doch oben, oder? Oder war das nicht unser Zuckerhutberg von der letzten Prä-Evolutionssprung-Expedition? Hier hingegen müssen wir nur auf diesen Felsen hoch. Und können was entdecken. Geht das? Steh mal auf. Go. Der grüne Steinpfad. Mhm. Irre ich mich oder war jetzt links hinten noch das nächste, was man entdecken könnte? Oh. Oh, da kommen die Meteoriten. Okay, verstehe. Ja, der da. Was bist denn du für einer? Dich machen wir doch auch gleich noch, wenn wir einmal hier sind. Wir wissen ja gar nicht, ob wir hier wieder hinkommen. Oder ist das der Weg in dieser Wanne? Das könnte auch sein, weil es wird hier ein bisschen weniger baumig. Und wenn das hier Pfad heißt, dann nehme ich an, dass das nicht direkt in eine Sackgasse führt, sondern irgendwo anders hin halt. Das würde bedeuten, dass wir hier beim nächsten Evolutionssprung sowieso eher in die Richtung dann umsiedeln. Das heißt, jetzt würden wir hier Dinge entdecken, die wir dann später sowieso noch entdecken könnten. Oder? Da hinten ist ein Meteor. Und das ist aber auch was. Was ist das? Was bist du? Bist du eine... Also da drüben ist, das können wir uns noch angucken. Das ist dieser Absatz. Aber was ist das hier unten? Oh. Ach, jetzt hast du aber keine Angst, weil du dieses Ding trägst. Das ist richtig. Kannst du das... Also du musst es trotzdem rationalisieren, oder? Ja, musst trotzdem. Aber du läufst nicht Gefahr, Angst zu kriegen. Riech mal was. Kannst du was riechen? Na, kannst du was hören? Naja, auch nicht. Naja, komm, das erobern wir jetzt mal gerade. Das kann ja nicht so schwierig sein. Wenn wir schon den Edelstein haben. Granit. Ich hab nichts, was ich... rationalisieren könnte. Gar nichts. Was ist das für ein stinkender Sumpf hier unten eigentlich?
Also ihr anderen Affen, ihr kriegt jetzt keine Panik, richtig? Weil ich steuere euch ja nicht. Das was? Und das was? Das war schon wieder alles. Riechen. Es gibt nichts zu riechen. Komm hier runter. Naja, Asalt kennst du. Das kennst du auch. So, jetzt können wir in die Zone. Die ist schon da drüben. Jetzt können wir zum ersten Mal mit Funkeledelstein in der Pranke unsere Angst überwinden. Was? Ja, hau damit mit dem Stein so richtig auf die Brust. So, dennoch, was hatten wir denn hier? Wir hatten doch hier irgendwo... Da, du warst das. Schon wieder vergessen, Mensch. Das ist ja die tote Grube, oder wie heißt das Ding hier? Sieht ein bisschen so aus. Reicht das schon? Ja. Was haben wir da? Achso, entdecken. Neue Sehenswürdigkeit. Ah, die Todeszone im Waldgebiet, tatsächlich. Sah ja nicht ganz so... Nicht ganz so zagefällig aus hier. Eher boronös. Haben wir schon von den letzten drei alle, wo wir neue bekommen? Beta Buffy, sprich nicht so in Rätseln zu mir. Du kennst mich doch. Ich brauche mehr Details. Gibt es hier eine Höhle? Da hinten? Oh ja, guckt mal. Wenn wir Glück haben, finden wir da noch einen Edelstein. Und zwar einen, der anders ist. Oder einen Drachen. Das sieht ein bisschen hier so aus. Oder funkelt es schon? Scheiße, was sind die Augen? Meteore. Nö, natürlich nicht. Also irgendwo in der Dschungel... Was funkelt denn da so? Karte, gibt es noch irgendwo einen anderen Meteor? Richtung Steinrutsch-Oase, laut Buffys letzten Informationen. Was ist denn das? Ah, so ist der Sternenhimmel entstanden. Bunte Flecken an der Decke. Oh! Oh! Eieiei, ist das tief. Jede Wette, dass ich da reinfalle. Das ist ja... Da will man ja... Aber da ist ja am anderen Ende was ganz Fieses. Aber wir können ja klettern. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Die Felswände sind ja für uns überhaupt kein Problem, eigentlich. Ey, komm! Was denn Edelstein? Was sollten die anderen sagen? Ach, die kommen jetzt nicht mit, oder wie? Toll. Dann musst du alleine gegen den Drachen kämpfen. Der hier gar nicht haust, weil hier geht's schon wieder raus, oder wie? Aber da wächst was. Ach, das ist auch so ein Loch. Da ist von oben auch hell. Nee, also Leuchtpilze sind neu, tatsächlich. Die haben wir bisher... Oh. Da kannst du runterfallen. Jetzt sind wir ja alle total gespannt, was am Grunde dieses anderen Lochs da hinten ist. Stimmt's? Das wollt ihr doch alle sehen. Terror-Tarantula incoming. Aber sieht ein bisschen so aus, das stimmt schon.
Aber diese Pilze hier, das ist irgendwie nur, das ist nichts, was wir uns angucken können. Das ist, was ist das da? Ah ja, da hinten ist ein Nattibudum. Das kannst du durch die Höhlendecke entdecken. Ah ja, du bist ein super Affe. Aber ich rieche ja am Boden dieser Höhle, hallo Fledermäuse, einen neuen, naja, Edelstein irgendwie. Aber ich denke, es wird ja hier offensichtlich noch dunkler, wenn wir hier drinnen sind, während es draußen Nacht ist. Deswegen denke ich, wir sollten... Hier, wo es augenscheinlich sicher sein könnte... Du sollst hier nicht zergreifen. Schmeiß das Ding weg! Du sollst hier dich hinlegen. So. Wir haben aber nichts zu fressen, nur zu saufen. Okay. Ihr habt geschlafen, ihr seid ganz gut in Form und fit. Dann nehmt jeder von euch das da. Genau, so. Na ja, gut, ihr könnt jetzt... Ah, ich muss dich mal steuern. Du... Nimmst jetzt... Machst es so? Das wird ergriffen. Nachgemacht, sofern möglich. Wieder gewechselt, so. Und Wack wird wieder von Hand gesteuert. Der nimmt jetzt den Stein. Oh. So. Wir sind wieder wehrhaft. Es ist gut, dass wir Affe sind. Die Frage ist aber, wenn das ein Loch ist und wir keine Wand haben, die bis zum Boden geht, dann können wir auch nicht wieder hochklettern. Aber ich glaube, die Wand hier, die geht bis zum Boden. Das sieht so aus. Ding. Oh. Ich glaube, wir können da wieder hochklettern irgendwie. Oder auch nicht. Es ist eh zu spät. Aber das könnte gelingen. Sind wir jetzt in der Höhle, in der wir schon mal waren? Nee, oder? Haben wir das einfach nicht gesehen, dass das letztlich eine Höhle ist? Da müsste hier vorne ja ein Stock liegen. Wenn das die gleiche Höhle ist. Ein Sprung des Glaubens, genau. Ah ja, das ist unsere Höhle, die kennen wir schon. Da. Sehr langweilig. Oh ja, ich gehe jetzt mal außen lang. Mal gucken, wie die Gevattern mir hinterherkommen. Da bin ich mal jetzt ganz gespannt. Ich höre Geplatsche hinter mir. Das ist hoffentlich keine... Riesenotter, Dachsotter? Nein. Rückwege werden überbewertet, genau. So. Jetzt geht's ums Eck. Auf bekannten Pfade. Wir haben ja noch da rechts auf diesem Vorsprung was zu entdecken. Wobei ich irgendwie glaube, dass es hier dann weitergeht mit dem Spielgebiet. Dass wir hier dann irgendwann den Dschungel verlassen. Weil hier kommen wir irgendwie in ein Gebiet, wo nicht so dicht es wächst. Was dann aber dazu führen müsste, dass wir hinter uns im Dschungel diejenigen Sehenswürdigkeiten, die es da noch gibt, dass wir die alle erkunden müssten und dort überall auf Sackgassen stoßen müssten, wenn das so wäre. Ist aber eine reine Vermutung, weil es gibt ja keine Karte hier.
Da drüben ist mein nächstes Ziel, da auf diesem Absatz. Da gibt's auch irgendwas, eine Sehenswürdigkeit. Und da hinten ist ein Meteor. Den Meteor da hinten, den werde ich nicht bergen, den werde ich mir nur merken. Weil wir wissen ja, dass wir da mit Äffchen und Co. beim nächsten Evolutionssprung für massiv Mutationen sorgen können. Und das ist vielleicht, wobei das nicht sicher ist, aber es ist ein Meteor, der vielleicht noch in vertretbarer Nähe wäre. Ich glaube, der ist nicht weiter weg als der Meteor, den wir vom zweiten Lager aus vor dem zweiten Evolutionssprung da auf diesem Hochlandplateau besucht haben. Das dürfte irgendwie eh nicht weit weg sein. Wenn man aber schon weiß, wo er liegt, dann ist das irgendwie besser. Aber erstmal gehen wir darüber und gucken uns da den Absatz an. Was hast du? Durst. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe was zu trinken, du nicht? Da ist vielleicht die nächste Höhle. Da wir da sowieso hoch können, gucken wir uns das mal näher an. Ist da eine Höhle mit Pfütze? Nee. Leider nicht. Okay, ist jetzt Hunger, richtig Durst, ja. Nur noch schnell da oben das entdecken, weil wir gerade hier sind. Und Naru, ja, es wird ja auch nicht besser. Oh. Affe reißt sich zusammen. Oh, was ist das? Oh, Vorsicht. Die Musik gefällt mir nicht. Wenn man das Musik nennen darf. Haben wir schon wieder Überlänge, ehrlich? So. Leg mal den Knochen ab. So, dann wird hier gefuttert. Das macht natürlich nicht viel Wasser, aber zumindest die Nahrung geht voll. Ja, noch ein Busch in der Nähe. Hier ist noch ein zweiter. Wie schön. Da kriegen wir auch das Wasserproblem gelöst hiermit. Dennis, uff, ist jetzt ein Quirling. Das hättest du dir überlegen sollen. Grüße dich, Dennis. Sag mal Hallo zum Neuzugang. Ihr da im Chat, wenn ihr noch da seid, während ich die Knochen suche, die ich irgendwo hingeschmissen habe. Hier ist einer. So. Nachahmen bitte. Ach, Ludwig, ihr seid doch nicht so eingeschnappt. Du bist hier der Episodenlängenwächter. Das ist schon, das machst du schon gut. Und vorhin hatte ich mit einem trampelnden Nilpferd über meinen Rentneraffen. Also mehr als genug zu tun, um mich nicht um Episodenlängen scheren zu müssen. Du hast ja gesehen, ich bin von einem Nilpferd ins nächste Krokodilmaul unter Schweinehufe und dann in eine Felsenpython gestolpert. Wann sollte ich denn da Episodenende machen? Wenn ich dann Episodenlänge mache, dann heißt es wieder, oh, du machst ja nur Cliffhanger. Huah, was ist denn hier los? Ah, wir müssen wieder rationalisieren. Das kriegen wir aber hin. Steh mal auf. Das kannst du nicht aufstehen. Wieso denn nicht? Das kriegen wir aber alles hin. Das kriegen wir alles hin. Das ist alles gar nicht schlimm. Das sind alles todbringende Gefahren, die wir kennen. Da oben
Warum kannst du nicht dich hinstellen? Doch, kannst du jetzt. Jetzt kannst du es. So, jetzt haben wir es doch schon. Und da hinten ist... Ah, guck mal, Beta Buffy hat recht. Der Edelstein nutzt sich ab. Der ist jetzt quasi schon verbraucht. Also eigentlich können wir den Edelstein jetzt hier liegen lassen. Und da gibt es sogar Wasser. Schön. Es gibt hier auch vor allen Dingen etwas zu entdecken. Deshalb kann man in dem Spiel nur braune Blätter essen. Das sind rote Blätter, aber du hast recht, man kann nicht alle Blätter essen. Das ist völlig richtig. Aber lass mich erstmal hier das erkunden, bevor ich mich dem Chat widme. Entdecken. So, wir haben einen Wasserfall. Wir haben fließendes Wasser entdeckt. Waldgebiet, felsiger Tümpeloase. Aha, guck mal. Es regnet und ihr habt Durst. So, so. Wo ist denn der vierte? Ah, okay, der ist auch da. Ich hasse Cliffhanger selber, deswegen mache ich keine. Ihr wisst doch das ganz genau, dass ich Sachen nicht mache, die ich bei anderen Let's Playern hasse. Wie zum Beispiel irgendwie in YouTube-Episoden. Zebras? So, die nächsten zwei. Wow. Naja. Wie zum Beispiel in YouTube-Let's Play-Episoden das Speichern nicht rauszuschneiden. Das hasse ich ja wie die Pest. Deswegen mache ich das immer, wenn ich es nicht ausnahmsweise mal vergesse. Und ich glaube, wir müssten jetzt hier nochmal trinken, weil... Hier gibt es auch Schachtelhalme, ist auch gut. Denk mal was. Wir sind bei 4 unentdeckten Meteoriten. Richtig, Peter Buffy. So, der Wasserbedarf wäre gedeckt. Ich lasse den Edelstein jetzt hier liegen. Wir brauchen den nicht. Ich sag's euch. So, Luther, wie lange ist die Episode jetzt schon? Müssen wir Schluss machen? Ja, ihr habt recht, deswegen will ich mir ja jetzt diese Meteore anschauen. Und irgendwie versuchen wir zu merken, wo die sind, weil sie jetzt zu bergen bringt nichts, nach den Erfahrungen, die wir im letzten Stream gemacht haben. Man kann die sehr viel besser verwenden, als sie einfach so aufzuheben und zu benutzen. Wobei es auch mehr Meteoriten gibt, als man Evolutionssprünge machen kann. Insofern ist es schon okay, den ein oder anderen Meteoriten anderweitig zu verbrauchen, aber mit dieser Mutationsgeschichte ist es halt doch nochmal ein bisschen besser. Da unten. Ja, das da unten will ich mir angucken. Wo qualmt denn? Ach, man sieht doch wieder nichts hier. Scheiße. Leg dich schlafen, es bringt ja nichts hier. Ja, du magst recht haben, Luther. Dann nähert sich auch diese Episode ihrem Ende. Wir müssen noch überlegen, was wir als letzten krönenden Abschluss machen.
Weil hier ist gerade ein bisschen langweilig für ein Episodenende, finde ich. Dann aufstehen. Habt ihr alle euren Knochen wieder? Ja, Schlingel. Ich kontrolliere das nicht. Ich erwarte, dass das jetzt klappt. Da hinten ist einer. Also den Meteoriten, den gucken wir uns noch an. Und das Dreieck da runter. Also dieses Sehenswürdigkeitsding. Und das merken wir uns noch irgendwie. Mit Betonung auf irgendwie. Und dann machen wir Episodenende und dann haben wir es leider nicht geschafft, mit der Truppe hier genug Neuronen zu sammeln, um im Lager dann die nächste Generation ausrufen zu können. Aber das wird noch kommen. Was? Es gibt 12 Meteoriten. Wenn du 6 Sprünge machst mit jeweils vollen Mutationen. Ach, du meinst mit vollen Mutationen auch in der Elterngeneration. Oder in der Greisen, also in der Großelterngeneration. Das ist richtig, das ist völlig richtig, aber so ausgenutzt hat man das ja bisher nicht. Zumal wir den ersten Meteoriten und den zweiten ja sowieso nicht dergestalt benutzt haben. Die sind ja ohnehin schon verbraucht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so viele Mutationen überhaupt gibt, dass man das alles so machen müsste. Also so viele Punkte kannst du ja in diesem neuronalen Netz schon fast gar nicht mehr geben, wenn man da jeweils mit so vielen... Wo ist denn das wohl? Da oben auf dem Berg, oder? Da hinten sind die zwei, die wir gerade gesehen haben. Aber wir gucken uns erstmal den da an, da oben. Oben auf dem Wasserfall. Wo ist jetzt hier das Dreieck gewesen? Ganz viele neue Gebiete. Habe ich jetzt hier was übersehen? Bin ich schon drin in dem Gebiet, was ich entdecken will? Nö. Was will ich denn entdecken als nächstes? Ich will als nächstes entdecken... Naja, das da unten vielleicht. Bin mir nicht sicher, ob das näher ist als das da oben. Auf jeden Fall müssen wir den Berg hoch. Das ist nicht schön. Das geht an die Konstitution. Und ich fürchte, hier unten geht es nicht weiter. Meine... Ach nee, da unten. Ach, das wollte ich entdecken. Okay. Na ja, gut, wir müssen sowieso hier runter, wenn wir das entdecken wollen. Kann man das jetzt schon entdecken? Geht schon, guck mal. Na dann entdeck mal schön. Dunkle Enklave-Oase, des Gebiets Höhlen, okay. Es gibt das Gebiet Dschungel, es gibt das Gebiet Großer See, es gibt das Gebiet... Irgendwas und das Gebiet Höhlen. Jetzt könnte man da absteigen und suchen, ob es da unten den nächsten Edelstein gibt. Ja. Also so sehr, wie das hier weitergeht, da hinten mit Meteoriten und Gebieten und so weiter, glaube ich ja, dass das hier wirklich, also dass es hier wirklich von der Karte auch weitergeht und dass wir bei der nächsten Expedition dringend in die andere Richtung gehen sollten, nämlich in Richtung Obstgarten. Oh, hallo ihr. Dschungel und Co. Habt ihr alle euren Knochen? Irgend so ein Arsch hat ihn vergessen, ja? Oh, zwei haben ihren Knochen verbummelt. Der hat aber da ganz toll gemacht. Oh, Eimer mit Profis. Da hinten, aber das sind doch die anderen zwei. Ich will doch da oben.
Da hat's doch gequalmt, oder? Wir müssen auf den Felsen hoch. Das ist das Letzte, was wir versuchen. Meiner Ansicht nach war auf dem Felsen hier oben drauf. War auf dem Felsen oben drauf. Eine Rauchfahne zu sehen oder dahinter irgendwie. Ja, also beim nächsten Mal, Peter Buffy, du hast recht, beim nächsten Mal können wir es mal versuchen, es richtig auszumaxen. Wenn wir es schaffen, jetzt... Oh, Moment, das geht so nicht. Da brauche ich mehr Konstitution. Das ist zu anstrengend. Erstmal ein bisschen ausruhen. So. Wie gehe ich am besten vor? Naja, das war schon gar nicht so die schlechteste Idee, dort drüber zu klettern. Also, wenn wir absehen können, wann wir den Evolutionssprung machen, generationsmäßig, wenn wir also so bei 45% Evolutionsleistungen sind ungefähr. Oh, das haben wir hier ja schon ausrationalisiert, erstaunlich. Ja, da hinten kommen wir ja nicht hin, das kannst du ja vergessen. Okay, das machen wir ja nicht. Das wird jetzt nicht erobert, das ist Blödsinn. Ich hätte jetzt erwartet, hier oben irgendwo... Ach, war das die da? Moment mal. Ah ja, richtig. Wir haben da unten zwei und das hier ist der erste. Wobei... Wir haben erst nur einen Meteoriten einschlagen sehen, richtig? Das war dann der da. Ja, also wenn wir absehen können, dass wir einen Evolutionssprung machen, dann werden wir wirklich mal zwei Generationen Affen. Was ist da hinten irgendwo? Wir kommen wohl nicht darum herum. Hier irgendwo die Zone, die Eroberungszone zu finden. Komm schon, Affe. Da ist sie. Das heißt, wir müssen uns jetzt zwei Meteoritenstandorte einprägen. Da brauche ich eure Hilfe, glaube ich. Also diese komische dunkle Klamm-Oase, da die Felswand, also über die Felswand oben drüber. Und dann hier in dieses Gebiet, wie auch immer es heißt. Haben wir hier noch einen anderen, näher gelegenen Sehenswürdigkeitspunkt? Nee. Ist alles schon erkundet hier. Also, ist es nicht... Das will ich damit sagen. Ich bin schon völlig gaga. Also, da oben, den würde ich mir merken wollen für den nächsten Evolutionssprung. Und dann müssten wir, wenn wir eine Expedition in die andere Richtung starten, dann irgendwo an der Felsrutsch-Oase. Nochmal den Meteoriten finden, der nicht mehr qualmt vom letzten Evolutionssprung. Ah, hier ist er, okay. Puh, können wir uns das irgendwie merken? Ich grabbele ihn nicht an, auf keinen Fall. Oh nein! Ist nicht dein Ernst?
Wir waren doch gerade an der Reviererweiterung. Was ist denn jetzt hier schon wieder das Problem, ey? Kaum hast du dein Bling-Bling nicht mehr in der Hand, schon hast du wieder alles scheiße hier, ja? Da hinten ist was, das kennst du. Rationalisiere alles. Da ist was. Da ist was. So, jetzt machen wir das noch. Da hinten ist es. Das kriegen wir hin. Ja, die Meteoritenvideos, die sagen dir aber nicht, wo das abstürzt. Du siehst ja nur, dass sie über den Himmel ziehen und wo die abstürzen, das findest du ja nie wieder. Anhand dieser Meteoritenvideos. Also, den hier müssen wir irgendwie wiederfinden später. Und dann müssen wir im nächsten Stream mal noch... Ja, wir müssen die beiden anderen uns da noch angucken, wo die sind, weil das müssen wir ja auch irgendwann wissen. Was ist das für ein Viehzeug? Uah. Hitchcock, die Vögel. Ja, und von hier aus müssen wir dann den Weg nach Hause finden. Der Weg nach Hause ist... Wo ist denn du zu Hause eigentlich? Zu Hause ist... um. Da in die Richtung, ganz weit hinten. Ja. Ja, das wird auch für mich eine Herausforderung, mir das über mehrere Wochen zu merken. Das ohne große Anhaltspunkte. Aber irgendwie muss das gehen. Vielleicht qualmen sie dann ja auch noch, weil wir nicht so viele Generationen verbrauchen dieses Mal. Okay, wir haben hier diesen fiesen Krater. Diese fiese Klamm. Und da haben wir oben drauf den ersten. Und die beiden anderen, die müssen wir uns auch noch anschauen. Sie lokalisieren, sie memorabilisieren. Nicht querisieren. Um dann, wenn wir sie wirklich brauchen, zu wissen, wo wir hin müssen. Das wird nicht leicht. Okay, so, und weil wir die anderen beiden noch entdecken müssen und es sich nicht lohnt, jetzt, bevor wir die anderen beiden entdeckt haben, nach Hause zurückzukehren, mit der Rasselbande hier, machen wir hier Schluss. Wir müssen sehen, dass wir wieder an Knochen kommen. Also wenn wir irgendwas jagen können, was Knochen hat, Schweine und Co., dann sollten wir genau das tun. Weil die beiden Experten hier, die waren zu doof, ihren Knochen wieder aufzuheben. Da liegt irgendwo der Pampa. Und weiter mit diesen Alltagsproblemen der Quirlingsaffensinne geht es im nächsten Teil und im nächsten Stream. Das hier ist jetzt vorbei. Und für die Twitcher geht es nochmal kurz in den Chat.